Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe wieder cooles VR-Zubehör von Kiwi Design bekommen. Und ihr seht schon, hier sind zwei Headstraps und einmal Controller Grips. Und diese Headstraps sind für die Meta Quest 3 und die Meta Quest 3S. Und die werde ich euch natürlich in diesem Video zeigen und natürlich auch die Controller Grips. Und dann habe ich hier einmal das Haarfair Boost Halo Battery Strap, also das ist auch das erste Halo Strap, was ich überhaupt für die Quest 3 getestet habe. Und dann habe ich hier noch das K4 Boost, das ist ein Komfort Battery Headstrap. Und hier sind noch die G4 Pro Controller Grips. Genau, und das werde ich jetzt mal auspacken, teilweise, weil ein bisschen was habe ich ja schon ausgepackt und getestet, und den Rest packe ich aus und das mache ich jetzt. Als erstes komme ich zu dem Halo Battery Strap, und ich habe ja erst schon gesagt, teilweise auspacken, weil das zum Beispiel habe ich schon ausgepackt, weil, wie ich ja schon erwähnt habe, das war das erste Halo Strap für die Quest 3, was ich überhaupt getestet habe. Ja, deswegen habe ich es schon angebaut. So sieht's aus. Und ich habe auch schon fleißig damit gezockt. Die ganzen Batman-Streams, die ich bisher gemacht habe, die habe ich mit diesem Headstrap gespielt. Weil ich wollte einfach wissen, wie komfortabel ist das. Und ja, bevor ich dieses Video hier mache, dann muss ich ja auch wissen, wovon ich rede. Und ich muss sagen, das gefällt mir echt gut. Man kann hier relativ viel einstellen bei diesem Headstrap. Also ihr seht ja, hier oben ist das Polster. Das liegt dann hier auf der Stirn so ein bisschen auf und hier am Kopf. Und hier hinten ist natürlich auch ein schönes, weiches Polster. Und man hat verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Einmal wird es hier vorne eingehakt. Hier ist so ein Plastikteil. Und hier ist auch so ein Drehrädchen. Und da könnt ihr das entweder nach oben drehen oder eben nach unten. Dann sitzt es weiter unten im Gesicht. Oder ihr könnt es auch weiter hoch machen. Je nachdem, wie es euch am besten passt. Dann hat man hier über dieses Gelenk noch die Möglichkeit, die Neigung einzustellen. Und dann gibt es noch hier hinten dieses Rad. Damit könnt ihr das Headset fester oder lockerer machen. Also das ist echt wichtig, dass ihr euch die ganzen Sachen anpasst, damit es für euch auch ideal sitzt. Ja, hier hinten ist der Akku drin. Und der lädt es hier auf. Und zur Spielzeit kann ich euch auch schon was sagen, wie lange man damit zocken kann. Also ich hatte die Quest fast vollständig geladen beim ersten Streambeginn, bei meinem ersten Batman. Und der Akku war auch voll und ich habe damit knapp über 3 Stunden spielen können. Aber man muss bedenken, dass ich mit der Quest noch über den Browser zum PC streame. Das kommt mit dazu und das frisst natürlich auch ein bisschen Akku. Aber ich kann sagen, ihr könnt in der Konstellation so mit vollgeladener Quest und dem Headstrap 3 Stunden spielen. Also bei mir hat das immer so funktioniert. Dann werde ich euch noch so die wichtigsten Herstellerangaben hier mal nennen. Also hier hinten ist jetzt auch so eine Tabelle drauf, wo die wichtigsten Sachen drinstehen. Das blende ich euch natürlich aber nochmal ein. Und was jetzt hier steht, weil das heißt ja hier H4 Boost. Und dazu steht hier Dual Boost Leistung. Genießen Sie das nahtlose Aufladen des H4 Boost und Ihres Headsets, das mit einem 45 Watt PD Ladegerät und nur 2,5 Stunden vollständig aufgeladen ist. Also, ihr könnt das Ding relativ schnell laden, wenn ihr das richtige Ladegerät habt. Und hier hinten ist der Anschluss zum Laden. Dann, das kann man eingesteckt lassen und dann lädt sich hier hinten der Akku und der Akku vom Headset auch auf. Ja, und dann hier zur Akkukapazität, das sind 5300 mAh. Ja, und dann sind hier noch ein paar andere Sachen, aber
Das seht ihr eingeblendet. Und nun komme ich zum nächsten Headstrap. Das hier ist das K4 Boost. Das ist ein Comfort Battery Headstrap. Und wie der Name schon sagt, hat es auch einen Akku. Die Akkukapazität ist die gleiche wie von dem Halo Strap. Und ja, sind eigentlich die gleichen Werte. Und das hat halt auch diese Dual Boost Funktion zum Aufladen des Headsets. Aber dieses Headstrap habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich kenne ja die Komfort-Headstraps von Kiwi Design. Ich habe ja schon mehrere bekommen und auch mehrere getestet. Natürlich hatte ich auch schon welche für die Quest 2, für die Quest 3. Da habe ich die ganze Zeit ein Kiwi-Headstrap dran, weil es mir einfach gut gefällt und ich weiß, dass die bequem sind. Warum soll ich dann was anderes nutzen? Nur dieses Halo-Strap, das war natürlich was Neues für mich. Deswegen musste ich vorher ausgiebig damit zocken. Und das hier packe ich jetzt mal aus, dass wir noch ein bisschen Unboxing hier auch haben. Aber es ist auch wichtig, manche Sachen vorher auszupacken, dass man sie testen kann. So, jetzt ja die große Frage, wo geht der Karton auf? Und da habe ich es auch schon. So ist es verpackt. Dann ist hier das Teil für den Hinterkopf. Also ist auch relativ groß, dass das schön anliegen kann. Und das hier ist der Riemen, der über den Kopf geht. Auch hier ist es gepolstert. Und dann haben wir hier noch das richtige Strap. Das hole ich auch mal raus. Ach, schön. Interessante Methode, das hier auszupacken. So sieht's aus. Ich finde, das ist auch schön flach hier gelöst mit dem Akku. Jetzt hat man hier auch nicht mehr hinten dieses Drehrad dran, sondern das ist hier in diesem Strap integriert. Seht ihr mal, wie flach das hier ist. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Ja, und hier vorne kommt es dann eben an das Headset ran, aber ich habe das jetzt absichtlich nicht angebaut, weil mir das erstmal wichtig war, dieses Halo Strap zu testen, und ich werde es auch erstmal dran lassen. Genau. Die Comfort Headstraps, die kenne ich ja, und von der Bequemlichkeit her eigentlich, also für mich wäre es egal, welches ich nehme, ob das Halo oder jetzt ein Comfort Headstrap. Ich finde sie beide bequem und wie gesagt, ich nutze halt so auch für mich die Kiwi-Sachen. Genau, weil ich sie gut finde, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nur von wenigen Herstellern, also einen anderen noch, ein Headstrap getestet. Das heißt, also ich habe jetzt nicht die Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Herstellern. Das sollt ihr auch wissen. Jetzt komme ich zum letzten Produkt und das sind die G4 Pro Performance Controller Grips. Und hier steht sogar drauf Made for Meta. Und auch hier wird es kein Unboxing geben, weil ich die schon ausgepackt habe. Hier habe ich mal den Quest-Controller, so sieht er aus. Das ist dieser Griff ohne Controller. Und dann war ich im Vorfeld natürlich schon fleißig und habe einen Controller hier reingemacht. Muss ich mir die richtige Hand nehmen. So sehen die aus. Aber ich habe ja schon mal Controller Grips von Kiwi vorgestellt. Die sind ein bisschen anders, aber die habe ich ja die ganze Zeit benutzt und habe sie jetzt natürlich für das Video abgemacht, damit ich euch die hier zeigen kann. Und deswegen ist der Controller hier offen, weil hier ist so ein Batteriefach und wenn man den Grip hier drüber zieht, muss man ja trotzdem noch an die Batterie kommen. Deswegen gibt es diesen extra Einsatz, der hier reinkommt. Dann ist es hier offen, dass man Zugang zu der Batterie hat. Und dann gibt es noch diese Teile, die macht man hier ran. Und dann braucht man hier einfach nur dran ziehen und dann kommt die Batterie raus. Also dann kann man ganz leicht diese Batterie wechseln. Und ich zeige euch das mal
bei dem schon eingepackten Controller. So, braucht man hier einfach bloß öffnen und dann kann man die Batterie ganz leicht wechseln. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie leicht das geht, die hier reinzumachen. Also einfach bloß reinstecken. Ganz easy. So. Dann das hier so ein bisschen drüber ziehen, Batteriefach zumachen und fertig ist die Sache. Dann hat das ja hier diesen Klettverschluss. Das lässt sich hier stufenlos verstellen, also es ist auch was für größere Hände. Und hier wird der Controller ein bisschen verlängert. Also falls jetzt jemand größere Hände hat, der hat dann hier auch noch mehr Griffigkeit im unteren Bereich. Ich habe schon ein älteres Modell von diesen Controller Grips und das sind halt die Dinger, mit denen ich immer gezockt habe. Und hier in der Packung sind natürlich diese Teile drin, ne? Diese Kunststoffdinger, dass man die Batterie rauskriegt. Das zeige ich euch einfach nochmal. So sieht der Karton aus da. Hier waren halt die Grips drin. Dann gibt es natürlich bei jedem Produkt noch eine Bedienungsanleitung. Hier ist nichts mehr. Und hier in dem kleinen Karton, aufmachen hier, zack, sind eben diese Einsätze für die Controller. Ich habe jetzt die dran gelassen von den anderen Grips, die ich vorher schon hatte. Aber hier ist jetzt zum Beispiel der für die linke Seite, das ist auch markiert. Dann ist hier das Teil schon dran, was es eben ermöglicht, dass man die Batterie leicht rausholen kann. Das wird mitgeliefert. Alles rausholen hier. Dann natürlich auch noch das für die rechte Seite. Und hier auf diesen Schablonen hier sind jeweils zwei von diesen Kunststoffbändern hier, dass man die Batterie rausholen kann. Es kann ja mal sein, dass eins zerreißt. Also Ersatz ist auch noch dabei. Gut, dann habe ich euch alles vorgestellt. Nun ist mein kleines Video fast vorbei. Aber bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch noch auf meinen Rabattcode hinweisen, denn mit dem Code Niki könnt ihr 5% sparen und Kiwi Design, die haben jetzt nicht nur die Produkte neu im Shop, sondern auch noch andere. Das verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr über meinen Link bestellt. Und ja, das war's jetzt. Ich hoffe wie immer, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Videos oder auch die Livestreams nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Darüber freue ich mich sehr. Und nun sage ich bye bye, bis zum nächsten Mal.